Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Clash of Clans. Heute haben wir wieder das besondere Thema Clan War. Ja, wir schauen uns aber natürlich auch ein paar andere normale Angriffe an. Aber zunächst mal hier zu unserem Clan War. Wie könnt ihr sehen, ob der Gegner ungefähr gleich stark ist? Ja, das Ganze kann man relativ schnell durchgucken, indem man hier sich einmal die Angriffe anguckt und wie viele Angriffe die Gegner gewonnen haben. Beziehungsweise die gewonnenen Kriege, meine ich. 62 zu 64, das sieht nach einem ziemlichen Gleichstand aus. Wir sehen hier auch 3 Rathaus 10er, 3 Rathaus 10er jeweils. 6 Rathaus 8er sind hier unten, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bei den Gegnern sind ebenfalls 6 Rathaus 8er, das heißt, unser Krieg ist relativ ausgeglichen. Und vor allem, wenn man sich die Stärksten anguckt, unsere Stärksten beispielsweise sind hier Sly, ich und Denno. Schauen wir uns die Bases einmal an. Wir haben hier eine ziemlich maxed out Rathaus 10 Base. Bis auf die Mauern ist alles maxed und die Helden sind auch relativ schwach. Das Dorf sieht nach einer Neuauflage aus. Mal sehen, wie es sich bewährt. Als zweites Dorf haben wir hier das von mir. Das ist bereits noch ein Fake-Dorf. Das werde ich gleich erst nochmal ändern müssen. Mein richtiges Dorf zeige ich euch. Oh. Aber auch hier sehen wir Helden um den 20er Bereich rum. Und das Dorf bis auf, ja, fast noch alles Rathaus 9, bis auf die Infernos, die Teslas und eine Luftabwehr. Das dritte Dorf hier. Level 20er Helden, 21er Queen, 25er King, Level 2er Infernos, X-Bögen noch relativ schwach. Hier und da mal ein etwas weiter ausgebaut, aber ansonsten auch noch Rathaus 9 Defense. Mauern relativ schwach. Beim Gegner sieht das Ganze so aus. Deren Nummer 1, Papa Francesco. Francesco. Ja, der hat hier eine nicht ganz maxed out Rathaus 10 Base. Die Helden sind mit Level 20 und die Queen hat auch Level 20. Zwei Level 20er Helden, relativ schwach, fast so stark wie die von unseren. Und im Vergleich, im direkten Vergleich, Platz 1 zu Platz 1 ist unsere Platz 1, unsere Nummer Platz 1 auf jeden Fall stärker. Platz 2, anhand der Mauern sieht man schon, der ist auf jeden Fall schwächer, hat zwar Level 3er Infernus, X-Bögen sind nochmal ausgebaut, Level 16er King, 20er Queen, aber auch das ist ein vergleichsweise etwas schwächerer Gegner. Die Teslas wissen wir natürlich nicht. Ich schätze aber mal, dass die auf Level 8 sind. Ja, und Nummer 3 hat auch sehr schwache Mauern im Vergleich zu unseren Mauern. King ist auf 16, Königin ist auf 16 im Vergleich zu dem 20er und 25er Helden von Denno. Sieht auch das hier sehr, sehr nett aus und es scheint, sieht ganz danach aus, als ob wir einen kleinen Vorteil genießen, dadurch, dass die allein die Rathaus 10er schon etwas schwächer sind als wir. So, damit ihr noch kurz meine Base seht. Das ist diese Base hier. Und zwar eine mit der Standard-Basis, die hat sich bei uns sehr gut bewährt. Vielleicht werde ich euch da mal eine Dev drauf zeigen, das, oh, ich könnte es ja gleich mal machen. Und deswegen habe ich die momentan immer mit drin, denn bis jetzt schafft es fast niemand, diese Base zu knacken. Obwohl, wenn man weiß, wie es geht, ist es gar nicht mal mehr so schwer. Aber das ist ja bei allen Sachen so. Ja. Und falls ihr noch eine andere Rathaus 10 Base sehen wollt, was ich ebenfalls als Fake Base gebaut habe, aber auch teilweise verwende, beziehungsweise mal verwendet habe, ist diese Base. Es geht hier darum, dass die Anti-QVPs, die QVP, die Golems rennen nach außen und deswegen hat man in der Mitte das Ganze schön aufgesplittet. Die Leute kommen nicht zum Rathaus und man vergibt hier höchstens einen Stern für 50% oder für das Rathaus. Leider haut das nicht ganz hin, weil die meisten Leute von der Seite angreifen und wissen, wie man diese Base zu plätten hat. So. Ja, was liegt momentan an? Ich bin mittlerweile bei 2832 Pokalen, habe hier noch ein paar Angriffe gewonnen, habe in letzter Zeit so ein bisschen gebartscht. Hier sieht man noch über ein paar schöne Angriffe. Den hier unten, den möchte ich euch nochmal ganz kurz zeigen. Da habe ich 4500 Dunkles bekommen, zusammen mit dem Bonus. Sehr, sehr nett. Wir haben hier ein Rathaus 10. Der seine Rohstoffe teilweise in den Minen und teilweise drinnen hat. Ich habe mit der Strategie 10 Riesen und 10 Schweinereiter angegriffen. Dazu zwei Zaubersprüche und die Helden. Ist das Ganze mit Bartsch ein bisschen kombiniert, sodass die Riesen vorneweg den Schaden tanken, die Bogenschützen dahinter den Schaden machen, die Barbaren so ein bisschen mit den Schaden aufsaugen. Das Ganze hier einmal komplett ums Dorf drumherum. Die Helden unten mit rein, schon direkt am Anfang gesetzt, die zusammen mit den Schweinen, weil ich mich kurzfristig entschieden habe und gesagt habe, da ist das Dunkle, da möchte ich gerne ran. Wenn es irgendwie klappen sollte, nehme ich hier die beiden Lager noch mit und hier ist auch der dunkle Bohrer, um das ganze Dunkle hier mit einzusammeln,
obenrum, weiß ich ja, habe ich ja noch ein paar Riesen übrig gelassen, wie ihr unten seht, zusammen mit den Bartstruppen. Möchte ich mir die natürlich ebenfalls holen, setze aber meine ganzen Zauber da schön nach unten. Also zumindest den Heilzauber vorne weg, damit die Schweinereiter am Leben bleiben. Und ich hier den X-Bogen, die Tesla-Spulen und die übrigen Verteidigungsanlage plätten kann. Der König wird gefaced. Oben habe ich in der Zeit parallel den Riesen gesetzt. So ein bisschen immer sollte man den Blick haben, unten auf die Helden wieder die Balken aussehen, wenn man schon nicht auf der ganzen Karte gucken kann. Oben noch den Zauberspruch mit den Klamotruppen mit eingesetzt, damit ich sicher gehen kann, dass ich die 50% habe. Das war nicht unbedingt nötig, aber im Eifer des Gefechts passiert das ja schnell. Und wenn man die Zaubersprüche zu spät setzt und keine Truppen mehr da sind, bringt es einem ja auch nichts. Ja, ihr habt hier sehr schön gesehen, die Queen hat noch das dunkle Lager abgeholt. Und damit habe ich hier einen erfolgreichen kombinierten Angriff aus Riesen und Schweinereitern, 10 Stück an der Zahl, zusammen mit den Klamburg-Truppen, den beiden starken Helden und 2 Zaubersprüchen. In der Meisterliga sehr bewährt, damit man zumindest an 1 oder 2 Sterne rankommt. Man kann natürlich auch batschen, das habe ich in meinem Tutorial gezeigt. Ich habe jetzt gerade noch einen Batschangriff gefunden, den würde ich euch sehr gerne zeigen. Das simpelste der Welt, Bartschen, Bogenschützen und Barbaren und dieses Dorf in der Meisterliga hier. Meister 3 ist der gute Guss gewesen. Verfügbare Beute 518.000 Gold, 316.000 Elixier, da konnte ich nicht widerstehen. Ich wusste, ich werde einige Zauber verwenden müssen mit meinen Bartstruppen, aber Bartsch mit Zaubersprüchen zusammen mit den Helden ist sehr stark, Leute. Es ist sehr stark. Schaut euch das gut an, wie ich dieses Dorf hier fast zermäht habe. Also man hätte es sogar fast plätten können. Der Dorfaufbau ist relativ schwach. Die ganzen Verteidigungsanlagen sind schwach. Die X-Bögen sind für gegen Heilzauber fast unwirksam. Und da die Magiertürme auch so schwach sind hier, ist das Ganze ein gefundenes Fressen. Ja, oben Bartsch gesetzt, unten Bartsch gesetzt, oben den kleineren Teil, unten die Helden mit rein direkt am Anfang. 2 Zaubersprüche schon gezündet, Wut und Heil zusammen, geben eine wunderbare Mixtur. Hol mir hier die Lager ab, heil meine letzten Truppen, die dann noch in der Mitte sind. Mein König ist schon im Rage drin, der ist schon gleich wieder voller Heil. Oben die Klamburg noch mitgesetzt, die Ballons räumen da super auf. Vielen Dank nochmal für die Ballons. Sehr, sehr schöne Truppen ab und zu, wenn man die mit dabei hat. Man kann aber auch normale Bartstruppen mit dabei haben. Dann wäre man hier wahrscheinlich nicht mehr in das Lager gekommen, obwohl da mein König noch schön durch die Gegend gerannt ist. Schauen wir uns das Ganze mal hier noch an. Die Königin holt hier noch natürlich die Lager, also starke Helden mit beim Bartsch sind auf jeden Fall Gold wert. Und dabei habe ich mich kurzerhand entschlossen, der König wird da attackiert, dann heile ich einfach den König, der kann noch in Ruhe das Elixier mit einsammeln. Und damit bin ich eigentlich auch schon zufrieden. Das Rathaus wollte ich mir jetzt noch eben schnappen, warum nicht, meine Königin ist da drauf. Aktiviere den Boost, das Rathaus ist weg. Ja, und damit über ja, fast 1 Million Loot wieder zusammen mit dem Bonus auf jeden Fall. 120.000 nochmal von jedem dazu und 1k Dunkles. Und das Ganze mit Bartstruppen, also billiger kann man wirklich nicht farmen und das Ganze in der Meisterliga wunderbarstens. Ja, und zum Abschluss zeige ich euch noch einen Clanwo-Angriff und zwar eine Verteidigung von meinem Dorf. So, dazu müssen wir hier in den Kriegslog gehen und schauen uns einmal ganz kurz an, was hier die Nummer 1 bei mir gerissen hat. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bis gleich. Beziehungsweise, ach komm, ich kommentiere das doch nochmal ein bisschen. Also der Gute hier hat probiert mit GoVP mich anzugreifen, beziehungsweise GoVP und 3 Hexen, also so eine Kombination aus GoVP und GoVP. Dazu 17 Magier, noch ein Riese, 8 Mauerbrecher und seine Clanburg. 2 Wutzauber, 1 Heilzauber, was ich noch nicht ganz verstehe, 1 Frostzauber und 1 Sprungzauber. Die Angriffsseite war tendenziell schon mal nicht schlecht, man sollte so ein Dorf von der ganzen Seite angreifen. Jetzt hat er hier seine Hexen direkt dahinter gesetzt, die Packers, 2 Golems, die Golems rennen alle an die Mauer. Das passiert hier sehr leicht, da kann man noch nichts gegen machen. Die Golems halten sich hier an der Außenmauer fest, der eine da vorne, die anderen beiden hier. Die Mauern sind verstärkt schon bereits durch Elbermauern, beziehungsweise 10er-Mauern sind direkt da drumherum. König und Königin setzt er hier jetzt gleich in die Mitte. Probiert mit den Mauerbrechern da noch in der Mitte was freizusprengen, hat das leider nicht geschafft, deswegen sind die Packers hier oben schon mit durchgebrochen. Rennt jetzt alles hier rein, wird von den Entfernungen gefokust und dann kommen da massenhaft an Truppen raus. Die Packers stürzen sich auf die Truppen, er frostet einen Teil der Truppen und den einen Inferno-Turm. Das Ganze leider viel zu früh, der Frostzauber hält hier nur 7 Sekunden, ist also jetzt schon wieder da, macht den Rest da kaputt. Er faced seine Queen auch viel zu früh, die ist noch nicht am Rathaus dran. Bekommt er durch den Inferno zwar noch down, aber dadurch, dass die Tesla-Spulen zusammen mit den X-Bögen da heftig Schaden machen und die ganzen Klamburg-Truppen hier ganz in Ruhe, aller Seelenruhe, die Golems zerstören, war da nicht mehr ganz so viel zu reißen. Ja, den König hat er, glaube ich, vergessen.
Der ist hier jetzt außenrum gesetzt worden, habe ich beim ersten Mal ruhig gucken, gar nicht so gesehen. Also wenn man den König vergisst, ist das natürlich auch nicht ganz so hilfreich. Hat jetzt hier noch probiert, die 30% zu holen. Sehr witzig, ich habe dir gerade gesehen, wie schnell das gegangen ist. Hatte da auf doppelter Beschleunigung. Ja, der hat den König geraged, als die Klamo-Truppen gekommen sind. Ja, und dann haben die Klamo-Truppen einmal draufgezimmert, zusammen hier mit der Kanone und den Tesla-Spulen, war das Ding dann Matsch. 35%, schön verteidigt, super Dorf, alles klar. Ja, beim nächsten Mal gibt es dann wieder Live-Clan-War-Angriffe, beziehungsweise 3-Sterne-Angriff-Wiederholung. Schaltet gerne wieder ein bei Let's Play Clash of Clans hier auf meinem Kanal. Dazu könnt ihr mich auch ganz einfach abonnieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video liken würdet, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr davon wollt, das hilft mir und ich behalte auch dann den Überblick, was euch gefällt und was nicht. Ja, damit bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.